Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt und einfach mal auf dem klassischen einfach mal wieder eine Runde. Und zwar spielen wir jetzt. Das Spiel beginnt mit der Versteigerung sämtlicher sämtlicher Grundstücke in schnellen Auktionen. Nach 20 Runden wird der reichste Spieler zum Sieger erklärt. Wir probieren das mal. Gegen eine leichte, eine mittlere und eine schwere KI. Einfach mal um aus Spaß und benutzen unsere neue Figur. Das Bügeleisen. Ich muss eigentlich mal ganz schön auf Toilette, wenn ich das mal so sagen darf. So, aber ich reiß mich noch zusammen. Die halbe Stunde, die schaffe ich noch. Wir sehen wieder das Museum. Das Monopoly Museum irgendwie. Ist ganz cool gemacht eigentlich. Warum dieser Geldsack so klein ist, das verstehe ich bis heute nicht. Aber wir sind ja... Lass uns Monopoly spielen. Lassen wir die Würfel wieder rollen. Und wir würfeln und haben eine 7, eine 5, eine 8, Entschuldigung, und eine 12. Aber jetzt wird ja erstmal versteigert. Die Seestraße, die möchte ich nicht haben. 3, 2, 1, dieses Stück Land gehört zu dir. Die Berliner Straße, die möchte ich auch nicht haben. Aber ich werde sie schon hochbieten, die Leute. Aber das sind wirklich schnelle Auktionen, ne? Also es ist ja wirklich nur 5 Sekunden. Wir müssen jetzt aufpassen, das E-Werk. Ach komm, nehmt's. Oh! Keiner will's E-Werk. Er reißt sich aber echt alles unter den Nagel. Er ist auch, glaube ich, die schwere KI. 4, 3, 2, 1. Ich denke mal, das wird ganz dolle schief gehen. Aber ich bin so gut drauf, gerade weil wir die schwere KI geschlagen haben. 3, 2, 1. So, die haben wir schon mal für ihn blockiert. Den Nordbahnhof, ach, den brauchen wir nicht. Bahnhöfe ist jetzt nicht so der Bringer, muss ich sagen. Oh, jetzt hätte ich ihn fast gekauft. Die Münchner Straße, die müssen wir uns jetzt wieder unter den Nagel reißen, bevor er die sich nimmt. Also sie ist verbissen. Das war mir jetzt auch echt ein bisschen zu viel, was sie geboten hat. Opernplatz. Ich warte ja ganz ehrlich, ich warte ja noch auf unsere Karten, ja. Hier in der Post, die Poststraße beispielsweise, die ist was für uns. Die kaufen wir einfach mal gekonnt. Das tun wir dann auch mit den anderen. Oh, die Parkstraße. Oh, da muss man ganz schön auf A drücken können. Ja. Ah! Boah, jetzt hätte ich die fast gekauft. Die möchte ich aber gar nicht, die Parkstraße. Bahnhofstraße, grün. Ah, die wollen wir auch nicht. Ich möchte die anderen halt hochbieten. Gut. Das ist uns auch gelungen. Ihr merkt, wie ich mich so ein bisschen zurückhalte. Die haben wir schon blockiert. Für ihn. Und haben noch ein bisschen hochgeboten, dass er nicht so viel Geld hat. Schillerstraße. Ja, die war's für uns. Er reißt sich alles unter den Nagel, wie ich das so sehe. Die Chaussee, die brauchen wir. 120, super Preis. Super Preis, aber wirklich. Rathaus. Rathausplatz.
kaufen wir. 290 ist ein Schnäppchen. Hauptbahnhof, nö, den möchte ich nicht. Der wird sich, denke ich mal, der Dampfer, also das Schiff unter den Nagel reißen. Der kann er auch von mir aus. Soll er ruhig. Und die Elisenstraße, die ist uns. 130 ist vollkommen in Ordnung. Damit haben wir eine Straße voll. Das Wasserwerk können sie auch. Ja, komm, schenk's euch, ehrlich. Ein bisschen hochbieten. Die hat er jetzt auch zusammen. Die Badstraße, die ist mir, sage ich jetzt schon. 4, 3, 2, 1. Nehme ich für 80. Südbahnhof, der wird sich wieder der Dampfer unter den Nagel reißen. Nicht? Das ist jetzt aber ein bisschen unerwartet, finde ich. Für mich ist das gerade unerwartet. Und die Museumsstraße, wir müssen eine Museumsstraße kaufen. 4, 3, 2, 1. Der Gewinner steht fest. Sie hat schon die zweite davon, okay. Lessingstraße, davon habe ich schon eine, können wir sie bieten lassen. Ich möchte irgendwie keine haben. Bisschen hochbieten? Nee. Also, wir müssen uns jetzt die letzte rote holen. Die letzte orange. Die kaufen wir uns jetzt. Es war viel zu teuer. Aber es musste sein, sonst hätten die voll gekriegt. Die Schlossallee, die müssen wir auch kaufen. Oh, das Drücken, das macht einen fertig. Sie hat die jetzt voll, aber das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht ganz so schlimm. Die Theaterstraße darf sie nicht voll kriegen. Die gelbe, die haben wir gar nicht. Fällt mir auf. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist. Wäre eh viel zu viel Geld gewesen. Jetzt kaufen wir uns die noch. 4, 3, 2, 1. Das ist ja aufregend, der Spielmodus. Kaufen wir uns die zweite Hauptstraße, wenn wir es schaffen. 3, 2, 1. Ja, die kaufe ich mir. Jetzt müssten aber auch langsam mal alle Karten weg sein. Goethestraße noch. Ah, da fehlt noch die. Da müssen wir uns die noch kaufen. Ja, das mache ich aber nicht. Mit dem Preis hätte ich nicht gerechnet. Das war's. Wir haben alle Grundstücke. Uiuiui, Parkstraße und Schlossallee. Also, ich habe ein kleines Déjà-vu, sag ich mal so. Wir haben die Badstraße und die Turmstraße voll. Und er ist dran. Rücke vor bis zum nächsten Berg. Das sind ja seine. Hat nichts zu befürchten. Daniel erhält Lessingstraße. Daniel ist der Dampfer. Und hat im Ernst die gelbe Karte gekauft. Ich wusste es. Drei Felder zurück. Wir kommen auf das Steuerfeld. Und wir sehen, wie schön animiert die ist. Und bauen mal eben schnell ein paar Häuser. Denn ich glaube, wir werden es bereuen, aber wir müssen irgendwie an Geld kommen und hoffen einfach, dass die jetzt noch am Start sind, einfach mal auf unsere Karten kommen. Zum Beispiel der Geldsack. Der kommt natürlich auf den Bahnhof. Auf seinen. Und jetzt hoffen wir jetzt. Jetzt drückt mir die Daumen, dass das was wird. Und es wird nichts. Wir haben quasi mehr oder weniger richtig in den Mist gegriffen, sage ich mal. Und sie
kommt auf ihre eigenen. Und irgendeiner baut Häuser. Ja, und wir erhalten eine Gebühr von. Man muss sein Haus. Irgendjemand musste gerade etwas belasten. Und wir müssen die Grundstücke automatisch belasten. Toll. Welche? Um genau zu sein. Ach, nur den Rathausplatz. Okay. Und beenden den Zug. Also wir haben ja zum Glück noch ein bisschen was in Grundstücksform in der Rückhand. Sagen wir mal so. Die Kunden, die kommen natürlich bei mir nicht drauf. Ja, na, aber wir haben ja vorher das Spiel gewonnen. Das hier ist ja nur das Lappi-Spiel, sage ich mal so. Das lapidare Spiel. Schade, wir hätten jetzt hier ein bisschen Geld bekommen können. Irgendeiner baut hier Häuser. Ich werd wahnsinnig. Ach, okay, sie. Die Schubkarre baut Häuser, aber ordentlich. Wenn wir da drauf kommen, dann sieht's ein bisschen düster aus. Mit unserer fetten Bügelfrau. Aber wir können frei parken. Und haben einen extra Zug. Beenden den Zug. Und er baut auch. Und jetzt haben wir... müssen das Grundstück, die Grundstücke automatisch belasten. Ihr seht, sieht schlecht aus. Wir kommen ins Schwitzen. Ja. Also sie sind wirklich besser dran gegangen, sagen wir mal so. Ja. Rücke vor bis auf los. Das kann nicht wahr sein. Wird sicherlich wieder jetzt ein paar Häuser bauen nach dem Zug, wenn sie jetzt nicht auf meine Karte kommt. Was nur echt eine super Sache wäre, wenn sie es machen, wenn sie da drauf kommen würde. Und sie kommt auf unser 270. Und sie hat ja, sie ist nochmal dran. Und wirft eine 5. Ja. Man merkt, der Geldsack ist einfache KI und er kauft, hat sich eigentlich nichts gekauft. Wir sehen ja, der Geldsack ist einfache KI. Der Schubkarre ist mittlere KI. Und der Dampfer ist... schwere KI und wir sind die super schwere KI. Und er nimmt alles mit. Er nimmt alles mit, ungelogen. Er hat aber noch ordentlich Geldreserven, da geht das. Das Problem ist, da bauen sie aus, aber wie? So. Zug 5 ist das schon. Uiuiui. Und er kommt auf Zusatzsteuer. Das finde ich eine super Sache. Für mich. Super. Wir müssen wirklich mal auf loskommen, aber das können wir nicht. Aber wenigstens diese Straße belastet. Wenigstens was. Und werden hier mal ein paar Register ziehen. So. Und haben Hotels. Und er hat aber auch schon ganz schön viel belasten müssen. Ja, und wie sieht's aus? Sie schiebt sich gegenseitig die Kohle hin und her. Sie musste drei Grundstücke verkaufen. Oh, das sieht natürlich schlecht aus für sie. Und wir haben ein bisschen Geld bekommen. 8 Monopoly-Dollar, um genau zu sein. Und kommen auf dieselbe Straße und haben ein bisschen Geld eingenommen. Und das werden wir jetzt ein kleines bisschen nur investieren. Denn wir müssen ja auch die anderen Straßen im Auge behalten, die ja immer weiter expandieren. Wir müssen echt gucken, wie wir an Kohlen rankommen, sage ich mal.
und sind wieder auf eine Straße von uns gekommen. Das ist schon mal viel wert, muss ich sagen. Und wir haben 20 Monopoly-Dollar gemacht. Super Sache. Aufs Ereignisfeld. Zum Südbahnhof. Und sie erhält 20 Monopoly-Dollar. 200, Entschuldigung, denn sie ist ja über los. Schade, dass sie nicht bei uns drauf kommt. Wir hoffen jetzt einfach mal. Jawohl. Ein bisschen Geld bekommen. Hafenstraße. Die ist leider schon blockiert. Ich habe eine Idee. Ich habe eine leise Idee im Kopf. Und er kommt leider drüber. Schade. Ich weiß jetzt nicht, ob der Reichste die Runde gewinnt oder der Vermögenste. Kann ich gerade nicht so genau sagen. Das ist das Problem. Sie hat ein Grundstück verbessert. Sie hat ja auch nur noch zwei Häuser. Jawohl, wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Ach Leute, ich bin gespannt, was das hier wird.